Willkommen zurück, liebe Freunde, zur Kampagne Die Säulen der Erde von Abtreibung heute. Also letzte Folge hatten wir Mission 7 gespielt. Wir haben die Abtei Cambridge gegen William Hamley verteidigt. Es gab einen Angriff, den haben wir abgewehrt. Und jetzt geht's weiter mit Mission 8. Und auch diese Karte kennen wir. Steinbruch und... ja, Wälder von Shiring, das ist es nach. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Großer Gott. Der Graf von Shiring ist ja von allen guten Geistern verlassen. Wie konnte er es wagen, gewaltsam nach Kingsbridge zu kommen? Gott, das waren gut ausgerüstete Soldaten in voller Plattenrüstung. Die Absicht dieses Angriffs war eindeutig. Mein Gott, warum macht man sowas? So ein sinnloses Morden. Zum Glück hat Walleran uns die Steine abgekauft, sodass wir genug Geld für die Bögen hatten. Wir können dem Herrn auf Knien danken, dass wir Kingsbridge halten konnten. Aber unser Dombaumeister Tom Bilder wurde getötet. Und sein Sohn Jack ist zu jung, um den Kathedralenbau zu leiten. Wie soll es jetzt bloß weitergehen? Ohne Dombaumeister und ohne Steine! Ach, also wenn ich William wäre und wenn ich Kingsbridge nicht hätte einnehmen können, würde ich mich dem Steinbruch zuwenden, um Rache zu nehmen. Heilige Mutter Gottes, ich muss sofort dorthin! Ich mache Hackfleisch aus Philipp! Ja, Hackfleisch! Seine Tage sind gezählt! Soll er sich doch in Kingsbridge verstecken und dort verrotten? Mir ist jetzt alles egal. Ich gehe jetzt in den Steinbruch und nehme ihn mir. Ist ja eh meiner. Aber wo nehme ich denn auf die Schnelle ein paar Soldaten dafür her? Gute Frage. Ach, herrlich. Ich mag die einfach, wie Abtreibung die ganzen Stimmen imitiert hat und eingefügt hat und sich da auch selbst über sich hinausgewachsen. Das ist wirklich cool. Ja, die Mission 8 ganz im Sinne des Steinbruchs. Und ja, da müssen wir jetzt wieder hin und wieder kämpfen anscheinend. Die einst reiche Grafschaft Shiring ist verarmt. Missernten und Krieg lassen die Menschen hungern und William rücksichtslose Herrschaft tut ihr Übriges. Bauern müssen ihre Pflugochsen schlachten, um die fälligen Steuern irgendwie bezahlen zu können. Die Konsequenz ist, dass im Folgejahr nur noch die Hälfte der Felder eines Dorfes bestellt werden kann. Das verschlimmert den Hunger im Land weiter. Shiring ist in desolatem Zustand und so brauchte William mehrere Wochen, um eine Streitmacht aufzustellen, mit der er den Steinbruch überfallen kann. Diese Zeit hat Prior Philipp genutzt, um den Steinbruch zu befestigen. Die Moral unter den Arbeitern und den Mönchen ist gut. Keiner will in die Hände des brutalen William Hamley fallen. Die Arbeiter von Kingsbridge haben sich bereits tief in die Hügel gegraben. Erobert den gefährlichen Steinbruch für den Grafen von Shiring, vertreibt Philipps Mönche von... Was? Ah, jetzt muss ich quasi den Steinbruch einnehmen. Jetzt bin ich quasi auf der Gegnerseite. Das ist ja interessant. Ach du Scheiße. Okay. Aha. Fuck. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Belagerungsmissionen so gar nicht mag, ehrlich gesagt? Das ist jetzt wirklich belastend. Wie viele Bogenschützen? Mit Kampfbonus? Alle. Wieso muss ich das jetzt... Wieso bin ich jetzt auf der Seite? Das... Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Womit kann ich dienen? Belagerungsmissionen sind einfach überhaupt nicht mein Ding, muss ich zugeben. Ihr könnt auf uns zählen.
Eure Befehle. Oh, seid gegrüßt. So, kann nur versuchen. Meinen Höhenvorteil habe ich ja hier nicht mal. Also kann ich jetzt auch nicht irgendwie. Oder das könnte vielleicht. Okay, doch, das könnte vielleicht klappen. Bin zur Stelle. Ich habe eine Idee. Ein weiter. Wir sind bereit. Anstatt von hier oben aus anzugreifen, gehe ich unten rum. Positioniere meine Bogenschützen hier und schieße die Türme leer. Und die hier oben kriegen gar nichts mit. Dann mache ich hier unten auf und gehe rein. Hm. So würde ich das jetzt mal machen. Gott, bis die Schwertkämpfer da angekommen sind, das dauert ja ewig. Aber auch interessant, diese wechselnden Sichtweisen. Jetzt kämpfen wir quasi auf der gegnerischen Seite und müssen jetzt quasi diese Schlacht für den Gegner gewinnen. Also ich sehe mich immer noch als Prior Philipp an und nicht als Hamley. Weil ich habe ja schon mal die zweite Mission als Hamley gespielt, also. Naja. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. In Bewegung. Rücken aus. So, ich taste mich jetzt mal ran hier. Ich kann ja den Felsen zu meinem Höhenvorteil nutzen gegenüber diesen Türmen hier. Ich speichere mal. Und speichern. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Ach komm schon. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Das ist leider nicht möglich. Wie halt auch alle echten Fünfer Kampfbonus haben. Das ist schon heftig. Mein Herr, Rücken aus. Das ist leider nicht möglich. Oh, ja. Und Speicher. Eure Befehle? Pfeile bereit. Na, natürlich schießen die jetzt von da. Bogen gespannt. Sind auf dem Weg. Visiere an. Okay. Jetzt habe ich den richtigen Winkel gefunden. Die richtige Entfernung. Nicht so einfach. Ja. Ziel angepeilt. Okay. Fünfer Kampfbonus ist schon heftig unfair, muss man sagen. Mit dieser kleinen Billo-Truppe, die ich habe. Bogenschützen bereit. Hey! Das ist. Oh. Das ist leider nicht möglich. Das ist ja so ein asozialer Jäger, gegen den ich gerade nichts machen kann. Bogen gespannt. Mein Bogen ist euer. Visiere an. Mein Herr. Ziel angepeilt. Eure Befehle? Das ist leider nicht möglich. Dieser eine asoziale Jäger. Oh mein Gott, ich könnte so kotzen, ey. Bin zur Stelle. So ein. Muss ich aufpassen, dass ich nichts Jugendfeindliches sage. Ja. Rücken aus. Pfeile bereit. Bogenschützen bereit. Bogen gespannt. Mein Bogen ist euer. Visiere an. Dieser Jäger jetzt wieder kommt und mich da von hinten nimmt. Okay, er geht woanders lang diesmal. Sehr gut. Gut für Ziel ihn. Ziel angepeilt. Ist auch besser für ihn. Pfeile bereit. Aber andere Jäger werden kommen. Wahrscheinlich. Bogen gespannt. Was haben die denn vor? Ach, die gehen jetzt wieder immer wieder zurück, okay. Mein Herr, Visiere an. Deshalb baut man eine Burg eigentlich nicht im Tal, weil das ist immer ein Nachteil für die Verteidigung. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Okay, aber wir räumen jetzt hier Turm für Turm. Bogen gespannt. Ich lasse mir da auch Zeit. Visiere an.
Gut. Und speichern. Bin zur Stelle. Ziel angepeilt. Okay. Das kann eine Weile dauern, aber hey, die Zeit nehme ich mir jetzt einfach. Ich baue mal ein bisschen schneller. Ja. Pfeile bereit. Ja, okay, ich kann den ganzen Turm komplett treffen. Sehr gut. Bogenschützen bereit. Wer schießt da auf mich? Bogen gespannt. Poh, frecher Jäger. Mein Bogen ist euer. Visiere an. Der hat sogar zwei getötet oder so. Mein Herr? Ziel angepeilt. Okay. Eure Befehle? Pfeile bereit. Bogen gespannt. Müsste echt aufpassen. Die Jäger sind mordsgefährlich. Visiere an. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Ich hätte gerne den dahinter. Oh, das wird nichts. Bin zur Stelle. Bogen gespannt. Visiere an. Jetzt hat er echt einen getötet. Unglaublich. Sind auf dem Weg. Ziel angepeilt. Kommt schon. Irgendeiner muss doch sitzen. Hm. Okay. Ah, das sind auch ziemlich viele. Und dieser Fünferkampfbonus. Ja. Das macht es mir fast Pfeile unmöglich, bereit. Zu sagen, ich gehe da jetzt mit meinen Bogenschützen drauf. Also das ist faktisch brutal schwierig. Okay. Bogenschützen bereit. Ey, nee. Bogen gespannt. Der wurde hingerichtet, Mann. Und Speicher. Okay, wie mache ich jetzt weiter? So weit, so gut erstmal. Mein Bogen ist euer. Ihr könnt auf uns mal. Wir folgen nur euch, Muskelkraft. Jetzt können wir versuchen, hier eine Bresche zu schlagen. Nicht schlecht. Jetzt können wir versuchen, hier eine Bresche zu schlagen. Hier das weg zu zerstören, diesen Garten, und dann hoffen, dass die Mönche alle rausrennen. Und meine Truppen stehen hier im toten Winkel zu diesem Turm, wo die hoffentlich nicht getroffen werden. Aber das nur in der Theorie. Und Speicher, mein Herr. Bogenschützen lasse ich eigentlich schon ganz gerne dort. Wohin gehen wir? Was wünscht ihr? Wir stehen zu Dienst. Und los! Allzeit bereit. Eure Befehle? Was wünscht ihr? Na endlich. So, und die Streitkundenkämpfer sollen nochmal aufschlagen. Seid gegrüßt. Einer für alle. Womit kann ich dienen? So, und ihr stellt euch mal so in den Winkel, dass dieser Turm euch nicht treffen kann. So. Nennt euren Wunsch. Gehen hier voll in Deckung. Und dann hoffe ich, dass die Mönche rauskommen. Bin zur Stelle. Rücken aus. Meine Bogenschütze, die vielleicht sogar... Solange die nicht schießen, ist alles cool. Okay, so geht das sogar gut. Ja. Visiere an. Ziel angepeilt. Ja, okay. So Pfeile ist gut. Bereit. Was gibt's? Bogenschützen bereit. Bogen gespannt. Ja, bitte. Und weiter. So, probieren wir's. Ihr könnt auf uns zählen. Wir sind bereit. Mein Bogen jetzt ist klappen. Eure an. Ziel angepeilt. Okay, sollte jetzt eigentlich funktionieren. Gut. Wir haben die Burg eingenommen, my lord. Hätte ich das von oben gemacht, das hätte niemals funktioniert. Es hätte von oben niemals funktioniert. Ich bin so froh, dass ich den toten Winkel da gefunden habe. Das war schon so auf diese Art und Weise ganz okay. Gut, ich danke fürs Zusehen, liebe Freunde. In der nächsten Folge geht's mit Mission 9 weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne ein Abo und ein Like da für mehr Stronghold-Content, bleibt gesund und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao.